Herzlich willkommen, liebe Freunde. Schön, dass ihr heute mit am Start seid. Beim nächsten Show Me Your Flat 2.0. Wir sind mal wieder in unserer neuen Location, wieder mal im Keller angelangt. Heute gibt es hier ein bisschen Licht, deswegen dachte ich, gehe ich noch mal ganz kurz hier vorbei. Und wir schauen uns das an, damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, dass das hier so halbwegs sauber gestrichen ist schon. Die ganzen Wände wurden ja glatt gemacht. Das war wirklich, wirklich viel Arbeit. Kann man sich gar nicht vorstellen, weil die waren so richtig wellig und zerbröselt und ach, weiß ich nicht alles. Hier wurden noch neue Kabel gelegt, Netzwerkkabel in dem Fall. Strom kommt natürlich auch noch in diesen Keller rein, damit man hier auch mal eine Steckdose hat oder weiß ich nicht, alles was man braucht. Also es geht hier vorwärts, sieht hier schon relativ gut aus. Einer Jungs hat hier den Boden, auch wieder so eine Arbeit, die keiner von euch sieht, aber die viel Arbeit ist. Hier waren so, keine Ahnung, von irgendjemand früher, der hier so irgendwelche Reste hat, alles abgekratzt, damit es glatt ist, damit man hier einen sauberen Boden verlegen kann, also einen Teppich in dem Fall. Ja, und das ist jetzt noch in der Mache. Der Teppich ist schon da, habe ich gesehen. Also den haben wir schon rübergebracht, der ist schon hier. Wir gehen jetzt einfach mal hoch, ihr folgt mir, wir sehen uns gleich wieder. Toiletten, liebe Freunde. Toiletten, wir haben ja auch hier Duschen. Sieht ja alles ein bisschen chaotisch gerade aus. Warum? Da oben, erstmal, das haben wir glaube ich auch noch nicht gezeigt. Hier sind so Lüftungsrohre für Entlüftung für Toiletten, ne? Damit, wenn ihr hier mal, dass da die Luft auch, ne? Dass hier frische Luft auch bleibt und so, dass es nicht die ganze Zeit, ne? Ihr wisst Bescheid. Darüber hinaus wird hier oben eine Brandschutzdecke hingesetzt. Man muss fairerweise dazu sagen, die gab es schon. Denn wenn ihr hier mal diese Systeme hier seht, diese Alu- oder diese Metallrahmen, das war eigentlich der Plan. Aber wir haben, eigentlich nicht wir, muss sagen, diejenigen, die es gebaut haben, ne, haben das so nicht gebaut. Ich habe gesagt, ja, von mir aus, wenn das so okay ist, in Ordnung. Aber ist nicht okay, weil das muss da oben, da ist, wo die Wand aufhört, das muss da drüber gehen und da auch hinter dieser Wand muss es nochmal so 2 Meter auch Brandschutzwand sein. Das war eigentlich eben klar, auch den Leuten, die es machen. Aber irgendwie haben wir das alle verrafft, dass wir, das muss durchgehend sein. Deswegen muss es höher sein als hier, weil das hier ist Regips und das muss mit dem Mauerwerk da oben verbunden sein. Ja, so viel dazu. Ach, hier ist es schon zu, immerhin. Genau das mussten wir hier halt auch machen. Ja, hier musste auch so eine, das ist jetzt keine normale Regelsplatte, ich weiß nicht, wie das genau heißt, ist so eine Brandschutz, keine Ahnung, ist dicker und hält halt 90 Minuten. Fragt mich nicht genau, was ich dazu noch sagen soll. Ja, das ist gerade in der Mache, sieht ganz gut aus. Netzwerk haben wir weitergemacht, es sind wieder viele Kleinigkeiten passiert, wir haben unfassbar viele Kabel verlegt, wir haben unser Audiosystem bestellt, ja, also unsere Anlage mit, weiß ich nicht, 8 Boxen oder so, wir haben die ganze Ausrichtung hier geplant, wir haben die Kabel dafür gelegt, das ist alles fertig, das seht ihr natürlich mal wieder nicht, aber wie ihr euch vorstellen könnt, diese Räume sind jetzt ziemlich fast alle fertig gespachtelt und geschliffen, das ist nur noch ein bisschen, da hinten noch dieser Gaming-Raum, der wurde schon verspachtelt zum guten Teil. Muss aber noch geschliffen und nochmal gespachtelt werden. Dann sind wir hier in den Räumen ziemlich weit. Und dann können wir hier bald alles raus, was nicht hier reingehört. Und eigentlich Sachen reinstellen. Also vorne ist auch noch mal, sind auch nochmal diese Metalltrassen, damit man der Lichter aufhängen kann. Haben wir auch alle schon fertig gemacht. So, ganz hinten müssen wir nochmal durch. Ja, kommt nochmal mit. Brandschutzwände, Notausgang, Take-TV. Was kann man sich darunter vorstellen? Ja, Arbeit. Ihr wisst, dass wir mittlerweile unseren Notausgang hier rausmachen werden. Ja, nur damit ihr mal ein Gefühl dafür bekommt. Und hier war vorher, oder ist, hier, bis hierhin, das kann man glaube ich noch relativ gut sehen, hier war einfach nur Regips mit so einem Ständerwerk. Jetzt wurde hier so ein, ich nenne es glaube ich einfach Modul, so ein F90-Wand hingesetzt. Ja, ist so ein Fertigmodul. Hier kann man es sehen. So dickere Dinger sind das. Das ist hier ein bisschen anders aus. Hier ist das so mit Rot irgendwie markiert. Ich glaube, das bedeutet dann halt brandschutzsicher oder so. Frag mich nicht genau, wie man es nennt. Das muss jetzt leider vor den Regeln nochmal komplett gesetzt werden. Aber ihr seht, hier, das hier ist komplett fertig. Also ne, komplett hier schon sozusagen grob verspachtelt, noch nicht sauber, aber schon grob. Und bis zur Wand, das muss ja wirklich abschließend sein. Das muss bis zur festen Wand durch, wie ihr seht. Und somit ist das jetzt hier schon ziemlich weit. Also das. Wir sind bald mit diesen Wänden und so ein Kram fertig. Wir haben eine Tür gekauft. Wo die ist, weiß ich aber jetzt gerade nicht. Ist ja noch so eine Baustellentür. Da sind wir ja bald so weit, dass wir endlich die neue Tür setzen. So, ich hatte noch eine Sache, die ich euch zwei Sachen, die ich euch gerne zeigen würde. Deswegen kommt einfach mit, wir sehen uns gleich wieder. Thema Lüftung. Wie ihr wisst, auch ein wichtiges Thema. So sieht das aus bei uns jetzt. Jetzt laufen hier so riesige Rohre lang. Hier, das
ist so ein anderes Teil, das gehört noch dazu. Das geht jetzt da durch, dann nehmen wir diese Brandschutzwand und das geht da oben, ist dann so ein Kasten, das Ding wedelt in die Luft rein oder raus. Ich glaube, das ist B-Lüftung. Ja, und ja, kommt einfach mal mit, ich zeige euch jetzt noch mehr. Unsere Lüftung natürlich noch nicht zu Ende. Hier ist auch nochmal so ein Ding. Diese unsere schön, wie Marius sagt, Half-Life-Lüftungskanäle, wie auch immer, wo der Olli sich schon mal durchgequetscht hat. Da oben geht es raus und dann wird da oben diese Lüftung, das Package da reingemacht. Da ist dieses Steuerungselement. Da kann man einstellen, wie stark das laufen soll. Hat irgendwie mehrere Stufen, 5 Stück sehe ich, glaube ich. Und weiß nicht, ob das so ein Fühlsystem ist oder so. Ich kenne mich jetzt nicht so ganz so gut aus. Aber ich werde mich natürlich mit allem noch vertraut machen. Und eine letzte Sache. Also, achso, haben wir diese Wand schon gezeigt? Dass die ja, ne? Die hatten wir, glaube ich, schon. Und eine letzte Sache, die wir noch haben. Liebe Freunde, ist die schon montiert? Heiliger Scheiß, die ist schon fertig. Nice. Okay, also, dieses schöne Schmuckstück kam diese Woche an. Ich glaube, Mittwoch sogar schon. Und der gute Erik, nehme ich an, hat das hier schon fest verankert. Unser Geländer, damit keiner mehr hier drüber fällt. Okay, Spaß beiseite. Ich bin zu klein, ich komme nicht drüber. Wurde schon fest verbaut. Wir werden das jetzt hier noch lackieren oder so. Damit das dann schön aussieht. Aber ich finde, ich habe mir was Schlechteres vorgestellt. Es sieht aber geiler aus, als ich dachte. Also es ist jetzt nur ein Geländer, aber ne, wenn man sowas sich selbst kaufen muss, dann ist das schon hat das schon einen anderen Wert. Ne? Das ist schon was anderes. Ja, wie ihr seht, es geht weiter. Hier stehen unsere Kühlschränke für unsere Bar. Die Becks-Kühlschränke sind das. Und es geht langsam vorwärts. Also ich habe euch ja gesagt, die nächsten 2 Wochen wird ziemlich viel passieren. Ihr habt jetzt schon gesehen, Decke abgehangen, Brandschutzwände sind da, Geländer ist da, die Räume sind teilweise gestrichen, Leisten wurden schon gelegt. Netzwerk funktioniert, Strom funktioniert. Wir hatten schon eine Stromvorabnahme vom Elektromeister, wo alles zum Glück funktioniert hat. Der hat gesagt, jo, können wir so machen. Da kommt noch eine Endabnahme. Sieht aber weitestgehend alles, also sieht alles gut aus, hat gar nichts zu meckern. Hat gesagt, Werte sind alle gut, das müsste man da irgendwie so aus, ne, ob da auf dem Weg irgendwie alles gut ist. Lief alles gut. Ja, in dem Sinne kann ich nur sagen, es geht weiter. Endspurt, 4,5 Wochen noch ungefähr. Es wird jetzt wirklich hart, knackig, eng, wenig Schlaf. Lange Tage, ihr könnt uns nach wie vor helfen. Egal wie. Hände, wenn die vorhanden sind, dann kommt vorbei. Tragen hier. Claudio auch mit am Start. Ja, auch ein guter Mann. Ja. Der baut sich sogar seine Staubsauger hier eigene Vorteile. Also wir sind auch. Haben wir nicht gefunden. Ja, handwerklich angeblich nicht begabt, aber baut sich dann hier so Teile selbst. Also sehr nice. Also wenn ihr vorbeikommen wollt, kommt gerne vorbei. Meldet euch einfach bei mir über Facebook. facebook.com/taketvtakesen. Ich freue mich auf euch. Vielleicht kommen wir vorbei und wir trinken abends mal ein Bier. Bis bald.